Servus Leute, hier sind wir wieder beim Goat Simulator. Heute joint mir der Nils. Hallo, also ich bin Nils. Genau, auch einer von unseren kleinen drei Kumpels. Na, kennst du das Spiel schon? Ja, ich habe mir vorhin ein bisschen von deinem ersten Video angeschaut. Das ist ein bisschen... Erstmal Gegner und Zaun weghauen. Hammer. Also du kannst alles Mögliche machen hier. Headbutton und wenn du rückwärts gehst, kannst du hier... Da, hau mal den Typen da um, welcher im Zaun steht. Andersrum. Den da? Okay, warte, ich kümmere mich gleich drum. So, erstmal, ich habe noch nie einen rückwärts geschlagen. Dead ass. Warte, ist gar nicht so easy, weil du musst das irgendwie komisch steuern. Okay. Oh, come on. Machen wir es so. What the? Hast du ihm gerade sein scheiß Genick gebrochen? Ja, so ungefähr. Das erinnert mich an dieses eine Spiel, was es früher mal auf dem Handy gab, wo du so einen Typen irgendwie rumwerfen musstest und einfach extrem, dass er extrem viele Schäden hat. Okay, ja. Weißt du, welches meine? Nee, kenne ich leider nicht. Ich habe nie Handys gezockt, aber guck mal, ich habe den jetzt mit der Zunge genommen. Was? Ja, das kann man machen. Das kann ich den rumschleudern, wie ich will, wenn ich Bock habe. What the fuck ist mit dem Scheiß? Hat er so wie losgelassen. Was denken sich die Leute? Keine Ahnung, du. Das sind die Simulator-Leute, die sind alle irre. So, jetzt pass mal auf. In diesem Spielmodus haben wir den Yoshi-Modus. Den habe ich bis jetzt selbst noch nie ausprobiert. Bin ich hier schon durch? Nee, okay, cool. Super geheimer Tunnel. Habe ich jetzt auch überhaupt nicht gesehen oder so. Allein die Bonis. Naja gut, warte. Ich kann also mit der Zunge was nehmen und dann kann ich, glaube ich, per R... Ja, kann das essen und dann scheiße ich hier sowas aus. Und das ist eine Bombe. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Ja, ist geil, wa? Wie kommt man auf sowas? Das ist der Yoshi-Modus. Der ist standardmäßig dabei. So, lass mal gucken. Ein bisschen Trampolin. Was? Trampolin kannst du auch? Natürlich, ich kann alles. Ich bin die Ziege Satans. Und ich werde es dir beweisen. Pass auf. Erstmal die Jumps. Yay. Lecker Marsch, ist das hoch. Salto machen. Ich kann auch Saltos machen in der Luft, warte. What the fuck? So. Ich schlag mal vor, wir gehen in diesen Turm rein, weil ich hier noch nie war. Hey, na dann, das ist eine Ziege. Ja. Ah, weißt du was? Kann man mal kurz abschlappern hier. So, kommst du? Kommst du, Ziege? Ah, shit, ich hab sie umgebracht. Ich hab sie totgeschlabbert. Du hast Kenny getötet. Ja, so sieht's aus. So, oh shit, hier kann man reingehen. Was zum? Was? Ja, geil, was? Wow, was ist das? Alter, was ist das für eine Sekte? Heil Satan, Ziege! Was? Du müsstest den Schrei hören, was die Ziege abkennt. Guck mal, was ich jetzt aufhab hier. Was? Oh, hast du das gerade gelesen? Pass mal auf, was ich jetzt kann hier. Pass mal auf, was ich jetzt kann. Kannst du mal einen Exorzisten rufen, bitte? Oh, erstmal eine Runde mähen auf diesen Schreck. Du kannst echt bestimmen so Mäh-Sound, aber manchmal gibt die Ziege auch keinen Mäh-Sound von sich, sondern einfach so. Warte. Was ist mit dem Spiel los? Also, komm. Boah, scheiße, der Schrei hat sich verändert, der ist jetzt so richtig satanisch. Alter. Oh Mann. Immer schön nach links und rechts schauen. Jetzt mache ich erstmal meinen Sonntagsspaziergang gegen den Truck. Ich hätte jetzt erwartet, dass du den Truck irgendwie wegschleuderst. Nee, so heftig bin ich nicht. Alles, was ich an Autos bewegt, kann ich nicht schleudern. Rutsche, aber was sich nicht bewegt... Da bist du weggeschleudert. Das explodiert sich. Oh Mann. Rutsche. Okay. Gut, jetzt lass mal kurz überlegen, was wir... Oh cool, das Tor ist offen. Das ist selten offen. Warst du schon mal hier im Schwimmbad? Hast du einen Vorschlag, wo ich hingehen soll? Ich meine, ich war schon an vielen Orten mit Dario, aber bestimmt noch nicht an allen.
Dann geh mal dahin, wo du noch nicht warst, weil okay. Das hier für was ich hier noch nicht ausprobiert habe, ich glaube, das geht, pass mal auf. Ich habe meine Ragdoll eingeschaltet und jetzt kann ich hier skaten. Was? Ja. Rauf und runter, das ist eine Schlitteroberfläche. Ah, oh, shit. Ich dachte, da kann man durch, warte. Der kommt auf sowas. Okay, hier kann man nicht durch. Und noch ein letztes Mal. Whee! Ja, das ist auch so ein Ding, Matratzen hüpfen. Whee! Warte mal, guck mal, ob ich den Bonus hinkriege. Wow, yeah. Damn. Ich bin der Pro. Der absolute Pro. Wieder auf die Matratze. Oh, shit. Gut, ja, raus hier. Fliege, Alter. Oh, komm schon. Naja gut, geh mal die Treppe hoch. Hast du schon mal die Treppen gesehen? So, noch einmal rutschen. Ah, noch einmal. So, nochmal rutschen. Okay, rutschen wir hoch. Ui. Ja, alles klar. Rutschen. Sonst noch irgendwas, Mayo oder Ketchup. Hui! Yes. Fantastisch, Ragdoll. Und wieder runter. Oh, du kriegst so eine Speed drauf. Du kriegst like so eine Speed. Wrecking Ball. Oh Mann, ich krieg mich nicht mehr. So, jetzt war der Rutsche, waren wir schon. Was kann man denn sonst noch machen? Ich bin gerade so ein bisschen überfordert. Also in der Low Gravity Facility waren wir schon. Da wollten wir aber eventuell noch mal hin. Dann gehen wir nach links. Was? Geh nochmal nach links, da ist so eine Baustelle, so ein Kieswerk oder was ist das? Links von dir. Das hier? Okay. Ja, ja, können wir gucken, ob es hier irgendwas Vernünftiges gibt. Leider muss ich den Zuschauern sagen, ich habe zwischendurch noch ein bisschen weiter gespielt und habe ein paar Goat-Statuen eingesammelt. Deswegen kann ich die jetzt nicht mehr zeigen, weil die offensichtlich nur einmal drin sind. Glaube ich zumindest. Du mieser Hupa. Aber ja, ich bin voll schlimm. Oh Mann. Erstmal alles weg explodieren. Mit dem Gastank. Probier doch mal irgendwie. Nein, sag mir jetzt nicht, du kannst Fahrrad fahren. Nee, fahren kann ich nicht, aber ich kann es weg-headbutten. Geh mal auf den Kran, kannst du doch, glaube ich, sicher irgendwie. Genau, kann ich. Genau, was wir letztes Mal nicht geschafft haben, war, auf den Gleiter zu springen. Erstmal wieder, man. Also, ich bin ja wirklich ein wissenschaftlicher Mensch. Guck, da sind zwei Menschen. Ja. Okay, kann ich mich gleich drum kümmern dann, aber wollen wir versuchen, auf den Gleiter zu springen, weil das hat letztes Mal nicht geklappt. Ich habe ihn nur mit der Zunge erwischt. Geht das? Ja, ja. Dieses Schreiben! Die Ziege, echt. Alter. Wie gesagt, ich bin ein sehr wissenschaftlicher Mensch, also ich schließe ein Genexperiment nicht aus, aber der satanische Thron ist doch ziemlich eindeutig, würde ich mal behaupten. Und weg mit dir! Dusch! Alter, nein, wenn er das Ding hat. Overkill! Ah! Schade! No. Oh shit! Wow, okay. Weil inzwischen habe ich rausgefunden, man kann respawnen, wenn man feststeckt. Gott sei Dank, okay. Aber ist trotzdem nicht so geil. Hüpf. So renne ich auch immer durch die Gegend. Ja, genau. Hüpf. Oh, das ist der Hammer. Meine Fresse. Also einmal versuche ich es noch, okay? Und wenn es nicht klappt, dann nehme ich mir die Menschen hier da vorne vor. Warte, ich schau mal, ob es irgendwas... Ja, da gibt's nichts. Ah, shit, da müssen wir länger warten, weil ich nicht schnell genug oben bin, bis der wieder da ist. Kann man da rüber in die Stadt da? Hm? Oder kann man da rüber in die Stadt? Nee. Nee, das ist nur grafischer Hintergrund. Okay. Also, man kann bestimmt da rein, weil man locker ausglitschen kann aus der Welt, aber... aber dann ist es halt nur Textur. Ist halt ein Simulator, nicht wahr? Wie oft denke ich mir, wenn ich jetzt hinter dieses Gebäude gehe in der realen Welt, dann sehe ich nur Textur. Nein, das ist genau wie im richtigen Leben ist das. Das kenne ich nicht. Vor allen Dingen dann, wenn ich eine satanische Ziege bin, weißt du? Wie jeden verdammten Tag. Ja genau, wie jeden verdammten Donnerstagmorgen. Oder Sonntagabends. Ah, shit, aber ich habe den Gleiter erwischt. Es ist sehr schwierig, das zu timen. Aber ich lasse es jetzt mal.
hebe ich mir für einen anderen Punkt. Da ist so eine Höhle rechts von dir, rechts von dir, rechts von dir. Rechts? Da links, geht sie da links. Ah ne, war optische Täuschung. Ich glaube, das ganze Spiel ist so eine halbe optische Täuschung. So, genau, die Menschen da oben, ne? Nein, egal, müssen wir jetzt auch. Müssen wir nicht? Okay, gut, dann gehe ich mal in ein Haus rein. Ich glaube, das kann man nämlich auch. Oder bei der Straße mal in die andere Richtung. Also jetzt in die Richtung. Immer weiter. Oh, da ist nicht viel. Die Karte ist nicht ganz so groß, wie man glaubt, aber ist trotzdem ziemlich cool. Schau, da ist es schon zu Ende. What the fuck? Da kam Paul Walker. Alter! So, oh, wollen wir mal sehen. Ach, shit! Ich hab sie schon wieder halb umgebracht. Opfer für Satan. Ich wollte eigentlich nur wissen, was sie protestieren. Was? No Penis. Wir haben was gegen Karotten? Ihr Arschlöcher! Hey, da stand was für ein Penis. Sterbt! Was? Da stand No Penis Shaped Food. Ja, eben, deswegen. Karotten ist auch Penis-shaped. Guck mal, das ist sogar auf dem Schild drauf, eine Karotte. Da links unten. Die haben was gegen Karotten, die Schweine. Ich versteh's nicht. Ich spring euch um! Könnt ihr nur. Karotten sind mein Lieblingsfutter, ich bin eine verdammte Ziege. Oh Mann. Guck mal, das Haus sieht interessant aus, da kann man durch die Fenster gucken. Ich glaube, das ist so ein Strom, so ein Kraftwerk. Weiß nicht, Kraftwerk, meinst du? Ich habe da oben irgendwo Blitze gesehen, also es sah so aus. Wahrscheinlich eine optische Täuschung. Oh, guck mal, Coffee Stain Studios. Das sind die Leute, die das Spiel gemacht haben. Nice. Oh, da ist die Tür offen, yes! Aber zuerst gucken wir hier rein. Das ist wie, wenn man im Pokémon in das Haus geht, wo die ganzen Nintendo-Leute drin sind. Ja, so ungefähr. Dann, hallo, ich bin der Grafikdesigner dieses Spiels. Ich habe diese Grafik erfunden. Genau. So, wollen wir mal sehen. Ah, oh, wie geil, ich kann hier reingehen. Gold Among Legends. Boah, wie viele Punkte es dafür gibt. Ich glaube, ich randaliere jetzt einfach erstmal alles, weil ich habe es noch nie geschafft, den Highscore zu kriegen. Gib dir die Punkte, wie die kommen. Holy shit. Oh, das Shit ist pervers. Das war alle Grafikdesigner umbringen. Danke für diese Rex-Grafik. Alter, wie die schreien. Das hört sich echt so an, als ob ich dir total morde. Gruseliger Mist. Ich will aus für eine Ziege sein. Ja, nee, Go to Leather ist, glaube ich, ziemlich billig zu kaufen. Aber egal. Ah, okay, der Score ist vorbei. Aber wie geil. Geh mal die Treppe hoch. Treppe hoch? Ich habe keine Treppe gesehen. Wo hast du eine Treppe gesehen? Geh nochmal in den Gang. Okay, sofort. Da rein, links. Was ist der Weg erstmal? Da. Warte mal, lass mich mal kurz sehen. Okay, ich hab die Treppe gesehen. Lass mich raus! Ich komm nicht mehr raus. Benutze deine satanischen Kräfte. Ich weiß nicht, ob Ziegen vom Himmel regeln zu lassen mir jetzt noch hilft, um ehrlich zu sein. Probier's aus! Lass! Ich hab's schon ausprobiert. Da kommt nichts, weil wir in einem Haus sind. Aber ich bin rausgekommen. Immerhin. Okay, Treppe. So, wo ist der Spielentwickler? Wo ist er? Da oben vielleicht. Da ist er. Okay, einfach nochmal losschlagen. Ups, Entschuldigung, lass du dich durch. Ups, tut mir leid. Hast du gesehen, wie der in der Luft gesessen ist? Excuse me, do you have a moment to talk about Jesus Christ? Ja, genau. Ich glaube sowieso, dass Satan ein Zeuge Jehovas ist. Oh Mann. Sir. Flappy Goat! Oh jawohl! Warte mal! Flappy Goat! Ich kann den spielen! Warte mal! Nice! Wie geht denn das? Ich glaube, du musst die ganze Zeit R drücken. Kann sein, ja? Warte. Tatsächlich! Ich krieg mich nicht mehr! Oh Mann, ich bin einer der Menschen, der noch nie Flappy Bird gespielt hat. Nur mal so, also ich bin fett schlecht in dem Shit. Ja, ich auch, aber trotzdem. Oh, eins! Fuck it!
Ah, ich glaub das nicht. Ich glaub das nicht. Oh, sogar zwei. Ah, okay, ich gebe auf. Ich gebe auf. Dieser Schrei von der Ziege. Da hinten, hinter dem Sofa waren wir noch nicht. Waren wir doch nicht. Tatsächlich. Guck mal, was für ein schöner grüner Sessel. Oh, das ist eine weitere Ziegenstatue, genau. Okay. Da links. Genau, hier waren wir noch nicht. Da mein ich. Hui! Oh, guck mal. Hey, hier kann man ja rein. Ja, guck mal, was haben wir hier? Fucking Camper! Ja. Das sind alles Drogis, die zugucken, wie der andere Penner hier rumdriftet. Mal Headbutton. Oh, hey. Hey, ich bin Satan-Ziege. Bleib gefälligst stehen. Verdammt!